Hallo, ich bin im Megadrom in Haslo und ich habe mir hier mal einen Track zur Slash geschnappt. Das ist der Slash von Michael und der stand da rum, da habe ich mal gefragt, darf ich da mal eine Runde mitfahren? Weil ich habe zwar selber einen Slash, aber der ist halt sehr modifiziert und ist in 5,5 Tonnen drin. Und das ist jetzt ein kompletter Stock-Slash, so wie er hier in der Rennserie gefahren wird. Karosserie kann man natürlich frei gestalten, ist aber auch die Original-Slash-Karosserie und auch die Fernsteuerung. Und da bin ich ja doch mal sehr gespannt, wie sich das Auto hier so fährt. Ja, ich komme nicht mit. Thank you.
Ja, eine interessante Erfahrung. Also das fährt sich wirklich erstmal super. Ja, seltsam kann man sagen. Die Fernsteuerung geht halt irgendwie, fühlt sich halt ganz anders an, ja, als die eigene, die man da hat. Es hat eine Ready-to-Run-Fernsteuerung, tut ihren Dienst. Aber sonst fahre ich ja immer meine Sanwa. Und hier dreht sich halt das Rad zum Beispiel viel, viel schwerer. Das Auto hat natürlich, das soll ja auch so, ein bisschen wabbeliges Fahrverhalten. Und der Kollege mit dem gleichen Auto war doch schon deutlich schneller. Also kann man da bestimmt noch einiges rausholen. Aber man kann ja nichts an sich am Setup machen, außer Dämpferöle. Schau mal rein, wie so ein Auto aussieht. Und natürlich das Servo ist halt mega langsam, das merkt man. Ist dann aber auch für alle gleich an sich. Von daher okay. Hier hat er auch einen Low-Profile-Akku drin. Das ist halt gut. Hier ist das Zusatzgewicht vorne. Ja, so würde ich das auch abstimmen, weil das Auto muss ja ein bestimmtes Mindestgewicht erreichen und entsprechend kann man da ja mit dem Gewicht das da platzieren, wo es am sinnvollsten ist. Gut, hier hinten ist auch noch ein bisschen Gewicht drin. Antriebswellen sind aber, glaube ich, Tuning-Antriebswellen, weil die sind standardmäßig aus Plastik. Da muss ich mal nachfragen, ob das denn erlaubt ist hier. Motor ist aber kalt geblieben. Den darf man auch, ist halt die Standardübersetzung, die kurze Übersetzung wird da natürlich gefahren. Da darf man nichts verändern. Und den, da muss man auch aufpassen mit dem Motor. Den darf man nicht zu lang übersetzen, dann geht er schnell kaputt. Aber so in der Standardübersetzung funktioniert das ganz gut. Und, oh ja, hier sehe ich, hier ist auch das ganze Gewicht vorne drin. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Also das größte Gewicht ist schon noch vorne rein. Man muss halt viel reinpacken, weil das Gewicht, Standardgewicht bezieht sich auf das Fahrzeug mit einem NEMH-Akku, der natürlich viel schwerer ist. Und wir fahren hier dann, oder die Kollegen fahren hier Shorty-Akkus. Von daher ist das natürlich klar, dass man den aufgewichten muss. So sieht er von unten aus. Ist nicht das Low-Profile-Chassis, was ich jetzt in meinem Slash zum Beispiel habe. Dämpfer hinten auch deutlich härter als vorne, aber trotzdem untersteuern. Also da muss man echt sagen, zu wenig Lenkung. Hier vorne hat er auch Extremsturz, den er hier nicht hat. Das muss ich immer gleich sagen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten, ja, ist ganz witzig. Aber wie gesagt, ich bleib da mal bei meinen teuren Autos, weil das ist wirklich halt eine andere Kategorie. Aber schöne Klasse an sich und das Auto gefällt mir ja sowieso sehr gut. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet.